Willkommen bei Sägebob. Ich musste bei mir auf dem Grundstück eine Blautanne fällen. Und da stellt sich doch mal die Frage, lohnt sich Tanne als Brennholz? Ja, die Blautanne selbst wuchs bis vor ein paar Jahren noch wunderbar, war voll im Saft und plötzlich 2 Jahre Trockenheit im Sommer, dazu noch ein Schädling, der sich durch das Holz richtig durchgebohrt hat und die Tanne hat das Zeitliche gesegnet. Ja, und aus verkehrssicherungstechnischen Gründen muss ich sie dann fällen. Und heute möchte ich euch mal zeigen, ob man die als Brennholz nutzen kann oder nicht. Ja, die Tanne selbst ist ja nur ein Oberbegriff, da gibt es ja verschiedene Arten von. Und wenn ich mich recht erinnere, gehört die Tanne selbst ja zu den Kieferngewächsen. Ja, vielleicht habt ihr auch gerade eine Tanne in eurem Garten stehen und wollt sie fällen. Da kann euch ja das Video ein bisschen als Anregung dienen. Hier ist nochmal der große Stamm. Der wird Stück für Stück abgetragen. Kann leider nicht komplett mit Eimer gefällt werden, da ja unten drunter überall Dinge stehen. Deshalb wird er stückchenweise abgetragen. Hier ist die Dolmer PS222TH. Kletterausrüstung. Da hinten noch ein Seil. So, ich fange mal mit dem Kronholz an. Wie ihr sehen könnt, ist da ordentlich was zusammengekommen. Nun könnte man der Meinung sein, ach, der Aufwand lohnt nicht. Entweder gleich häckseln oder über den Wertstoffhof entsorgen. Ja, aber wenn wir uns mal die dicken Äste hier anschauen, eignen die sich wunderbar entweder als Anfeuerholz oder wie hier bei den dickeren sogar als generelles Brennholz. Natürlich wäre der Haufen noch ein bisschen größer, wäre die Tanne jetzt grün gewesen. Aber auch da lohnt darüber nachzudenken, ob man nicht etwas Zeit investiert und auch die Zweige zu Brennholz verarbeitet. So, ich werde jetzt mal die Stämme von den ganzen kleinen Kram hier befreien. Ich habe es dann natürlich einfach, weil ich das ja einfach zum Teil noch abbrechen brauche. Und die Vergabelungen werde ich dann mit meinen Astscheren hier schneiden. Ja, und die kleinen Äste hier mit einer ganz normalen Gartenschere. Ganz wichtig, gerade wenn ihr jetzt noch Grünzeug habt, was frisch ist, am besten Handschuhe anziehen, weil es wirklich kleben kann bei einer Tanne. Dann schaue ich mal auf die Uhr, ist jetzt 11.05 Uhr. Und mal sehen, wie lange ich für diesen Haufen brauche. So, ich bin fertig und wer aufgepasst hat im Zeitraffer, der wird wahrscheinlich gesehen haben, dass ich Mitte des Videos eine Axt genommen habe. Das ist mir noch eingefallen, Moment mal, ich hatte ja noch so eine kleine Camping-Axt und damit lassen sich diese kleineren Äste wunderbar entfernen, schneller als mit der Gartenschere. Da hätte ich jetzt wahrscheinlich noch einige Minuten gespart. Kannst du noch mal vorführen. Ja. So, dann schaue ich mal auf die Uhr und gucke, wie spät es ist. 12.27 Uhr, also habe ich für diesen gesamten Haufen rund bei gemütlicher Arbeitsweise ca. 90 Minuten gebraucht, mehr nicht. Hier ist das fertige Ergebnis meiner kleinen Holzausbeute, also da ist ordentlich was zusammengekommen. Hier drüben noch das Restgestrüpp. Hier hätte ich jetzt auch noch Anfeuerholz draus machen können, aber da habe ich mir gedacht, da mache ich mir noch ein Video drüber, wie man eine Totholzhecke aus solchem Material bauen kann. Aber das wird ein extra Video. So, das Holz hier werde ich jetzt mit der Kreissäge kleinsägen. So, angekommen meine Attica Tischkreissäge. Damit werde ich jetzt diesen gesamten Haufen kleinsägen. Ja, da brauche ich jetzt nicht unbedingt eine Kettensäge. So, auf geht's.
Hier ist jetzt nochmal die Menge klein gesägt von dem Kronholz. Und jetzt geht es zum Stamm. Der ist inzwischen auch abgetragen. Wie ihr sehen könnt, wie bereits vorhin erwähnt, hatte ich ja gesagt, dass der Stück für Stück abgetragen wurde. Ein Stückchen Stamm habe ich stehen lassen. Da würde ich mir noch eine Eule draus schnitzen, die zeige ich zum Schluss. Sieht bestimmt nicht schlecht aus. Jetzt geht es erstmal an die Verarbeitung des Stammes. Kleiner Tipp noch am Rande, für ein besseres, leichteres Spalten später. Lasst die Ringe einfach einzeln und sägt euch das Holz heraus, was später gespalten wird. Ja, die Ringe könnt ihr später für andere Dinge verwenden, ja, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass gerade bei nasser Tanne diese Bereiche schwerer zu spalten sind. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir auch nur die besten Stücke herausgesägt. Und ich habe über die Jahre die Erfahrung gemacht, dass sich frische Tanne besser sägen lässt mit der Kettensäge, als wenn diese trocken ist. So, hier habe ich die anderen Stücke, die ich nicht mehr verarbeite. Allerdings würde ich die auch nicht entsorgen. Hieraus werde ich demnächst noch Biotope bauen. Das Video dazu folgt. Ja, das ist ein wunderbares Material, wo vielleicht noch Insekten, Käfer und anderes Kleingetier einziehen kann. Ich werde jetzt den kleinen Haufen spalten. Dann nehme ich jetzt meine Spaltaxt. Seht, durch diese Queräste lässt sich das Holz schlechter spalten. Vielleicht nehme ich jetzt gleich noch den Holzspalter. Könntest du mal hier außen noch probieren. Ja, da werde ich jetzt den Holzspalter nehmen. Ja, man darf diese Äste und Verstrebungen nicht unterschätzen. Wie vorhin bereits angesprochen, sind Verstrebungen nicht vorhanden, lässt sich das Holz deutlich einfacher verarbeiten. Hier ist nochmal das verarbeitete Holz als großer Haufen. Da ist was zusammengekommen. Mich würde einmal interessieren, ob ihr euch die Mühe machen würdet, die Blautanne zu verarbeiten oder generell Tannen. Ich sage immer, Holz ist Holz, das hat mir jetzt nichts gekostet, außer ein bisschen Arbeitszeit. Na, gerade das Holz hier lässt sich wunderbar als Anfeuerholz verwenden. Ja, von der Trockenzeit her ungefähr ein Jahr. Bei größerem Durchmesser, kann aber auch weit darunter liegen. Ja, die Äste hier trocknen binnen weniger Monate und können dann schon für den Kaminofen verwendet werden.
Ich habe natürlich den Vorteil, dass der Baum bereits tot war bzw. trocken, ja, und ich das Holz sofort verfeuern kann. Ihr seht, das Feuer brennt. Nun gut, ich hätte die Kaminscheibe ein bisschen reinigen können, aber naja. Ich habe inzwischen mal etwas größere Scheite draufgelegt. Also gerade zum Anfeuern eignet sich die Tanne wunderbar. Hat ein ähnliches Brennverhalten wie Kiefer. Gehört ja auch zur gleichen Baumart. Ja, vom Brennwert her liegt der ungefähr bei 1400 Kilowattstunden pro Raummeter. So, wie versprochen, zeige ich euch jetzt noch die Eule, die ich aus dem Stamm geschnitzt habe, der stehen geblieben ist. Da gehen wir jetzt mal hin. So, die Eule ist fast fertig. Da fehlt bloß noch der Feinschliff. Da muss ich ja mit einer Fächerschleife nochmal drüber. Beziehungsweise morgen, heute nicht mehr. Und ich habe mich dazu entschlossen, später noch weitere Eulen darunter zu setzen. Die sitzen dann alle irgendwann mal auf einem Baum. So, dann danke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.